Und wir kommen jetzt vom Sound gleich zum, also vom generellen Klang gleich zum wundervollen Klang weiblicher Stimmen in Podcasts. Das war doch eine gute Überleitung. So, und das Ganze wird uns Nele präsentieren, die lustige Projekte am Start hat, die quasi letztes Mal hier auf dem Workshop entstanden sind, ne? PPW 14b. Ja, unter anderem. Ja, dann Nele, deine Bühne. Viel Spaß. Das ist Bild. Das ist Bild, Ralf. Das ist verrückt, ne? Aber ja, guten Morgen, ihr Lieben. Herzlichen Dank für die Einladung bzw. für die Nötigung von Claudia. Die hat ja das letzte Mal. Ja, sorry, ne? Ist aber so. Ist ja auch vielleicht ganz gut so. ja, auch einen schönen Gruß an die Zuschauer, an den Heimgeräten im Stream. Wenn man schon mal die Möglichkeit dazu hat, auf den Tagungen, auf denen ich sonst spreche, ist das eher nicht so üblich. Ja, ich habe lange überlegt, was erzähle ich denn heute hier, und dieses Kürzel WIP steht eigentlich für Work in Progress. Also das ist ja im Grunde der Zustand meiner Arbeit, die ich so mache seit Jahr und Tag. Ja, was ich mache, ist Podcast-Forschung. Untertitel ist heute How to Nail Jelly onto a Wall, also wie man den Pudding an die Wand nagelt. Das ist im Grunde so ein bisschen das Problem, vor dem ich stehe, was ich damit meine, werde ich später noch mal ein bisschen näher erläutern. Aber vielleicht kurz was zu mir. Ein kleines About. Wer bin ich denn eigentlich? Ich bin ja jetzt schon das fünfte Mal hier mit dabei. Und viele von euch kennen mich schon, vielleicht auch manche nur von Twitter, aber vielleicht mich doch noch mal ein bisschen so einzuführen, was mache ich denn? Ich habe irgendwann mal Kommunikationswissenschaft und Geschichte studiert in Erfurt, lange Jahre lang sozusagen in der Thüringer Landeshauptstadt war ich verortet. Und bin dann 2011 nach 12 nach Hamburg gegangen ans Hans-Bredow-Institut, um dort in einem Forschungsprojekt zu arbeiten. Da ging es um Publikumsbeteiligung im Journalismus, und seitdem bin ich also in Hamburg beheimatet. Und das ist natürlich auch eine starke Hochburg des Podcastens sozusagen. Was ich jetzt gerade mache, ich bin dort an der Uni angestellt für ein Jahr, und nebenbei versuche ich irgendwie etwas mit meinem Promotionsvorhaben, von dem ich ja nun schon seit längerem spreche, dann doch mal ein bisschen was auf die Reihe zu bekommen. Wer auch promoviert oder in der Wissenschaft tätig ist von euch hier oder an den Heimgeräten, der wird ein bisschen wissen, was das manchmal doch für ein Krampf sein kann. Man fühlt sich wie diese Winkelkatze hier manchmal. Und irgendwie passiert nichts. Aber ich bin natürlich auch ein Fangirl. Das heißt also, seit ich nach Hamburg gegangen bin, da war ich dann ein halbes Jahr immer alleine und musste pendeln nach Erfurt. Und das sind immer 4 Stunden hin und 4 Stunden zurück. Und dann ist man da so ganz alleine in einer Stadt, die man nicht kennt. Und da waren Podcast hören echt so ein bisschen mein Rettungsanker. Und ich glaube, ich wurde so, wie sagt man, Podcast defloriert von NSFW. Also das war mein allererster Podcast. Ich habe ein iPod geschenkt bekommen, da waren dann schon Sachen abonniert. Das heißt, es war jetzt auch nicht so total die bewusste Entscheidung, aber man hört halt mal so weg, was angeboten wird. Und so kommt man dann auch rein, und dann hat sich das sozusagen wie so eine Art Virus bei mir festgesetzt. Und ich fand immer ganz spannend die Diskussionen, die dort auch auftauchen. Oh Gott, der Stream kackt ab. Was ist denn hier? Schattenredaktion, sag doch mal und so. Und das sind alles Diskussionen, die ich als Medienforscherin halt einfach spannend finde. Und was ich dazu sagen muss auch noch, ich war früher mal viel radioaktiver. Also ich komme eigentlich aus der freien Radioszene. Ich habe 2000 irgendwie mit 15, 14 angefangen, eine Kinderradiosendung auf Radio Lotte. Das ist ein nicht kommerzielles Lokalradio in Weimar. Die berichten übrigens auch gerade vom NSU-Prozess. Die haben also so ein losgezogen. Das ist, finde ich, ziemlich lustig, dass das so ein kleines Radio in Weimar macht. Und habe dort eine Kinderradiosendung moderiert als die Märchengarnele. Also das ist sozusagen mein Bezug irgendwie zu allem, was mit Radio zu tun hat. Und ich kenne also auch bei Radio Frei in Erfurt habe ich später auch was gemacht. Also ich kenne sozusagen auch ein bisschen die Kämpfe, die man mit diesem ganzen freien Radios so ein bisschen auszustehen hat, ganz gut. Und kann
kann auch alles Mögliche, was mit Technik misst und jetzt müssen wir uns hier irgendwas besorgen und das kostet so viel Geld und so. Also eigentlich diese Diskussion kommt mir doch recht vertraut vor und auch das Potenzial, dass die Leute die Möglichkeit haben, eben in so einem offenen Kanal beispielsweise, gibt es in Erfurt, gibt es eben auch, einfach mit der eigenen Stimme hörbar zu werden, eigene Themen zu diskutieren und irgendwie in die Welt rauszustrahlen. Das ist sozusagen eigentlich etwas, was mich immer noch fasziniert und interessiert. Und ganz unten das Bild, da war ich, glaube ich, mal im NDR im Studio und habe mit die Radiowissen irgendwie ein Interview gemacht. Das war dann auch sehr lustig. Also das geht heutzutage also auch alles. Ja, aber eigentlich ist ja mein Thema Podcasting. Ja, dieser tolle Hype, der wieder zum Hype wurde und noch mehr gehypt wurde, jetzt seit Serial und sowas, ist natürlich schon seit 10 Jahren das große Ding, was sich irgendwann mal durchsetzen wird. In meiner Diss fokussiere ich mich aber stärker auf Podcasting im deutschsprachigen Raum. Also man merkt das selber, wir haben ja auch immer die Kollegen aus Österreich und der Schweiz, das ist wie so ein Dreisat eigentlich hier auch immer mit dabei und das ist sehr schön. Und da will ich mir ein bisschen was angucken, was da eigentlich so geht. Genauer geht es mir um so die Rahmenbedingungen und Bedingungen medialer Teilhabe im Social Web. Also was sind die technischen, sozialen und kulturellen Aspekte und Rahmenbedingungen von Podcasting? Technisch und sozial ist das ja hier sowieso beim Workshop. Huch. Okay, da mag jemand was nicht, was ich erzähle, ist auch egal. Und dieses ganze Kulturelle, muss ich sagen, ist zum Beispiel noch gar nicht erforscht. Also wenn man mal recherchiert, was an Medienforschung zum Thema Podcasting vorliegt, dieses Zeug, das gibt es jetzt schon über 10 Jahre oder die Möglichkeiten dazu, dann muss man sagen, das ist eigentlich absolut so gut wie gar nicht erforscht. Vor allen Dingen eben diese kulturelle Dimension. Was bedeutet das eigentlich? Was für verschiedene Praktiken hängen mit dem Podcasting zusammen? Von Hörertreffen bis Shownotes beispielsweise. Und da muss man vielleicht auch sagen, immer wenn ich im Ausland bin und auf Tagungen Fotos von diesem Workshop hier zeige oder ein bisschen über so Sachen wie Shownotes oder so spreche, sagen mir eigentlich immer alle, oh mein Gott, was machen die Deutschen da eigentlich schon wieder? Also das ist vielleicht auch so ein Spezifikum, was sich hier so ausgebildet hat und worauf man vielleicht auch so ein bisschen stolz sein kann, dass sich das hier irgendwie in so eine bestimmte Richtung entwickelt hat. Wie gesagt, es gibt ein bisschen Forschung, die ist aber mehr so im Bereich Bildungsaspekte von Podcasting, da geht es so um dieses Funktionale. Also wozu kann man eigentlich Podcasting zum Beispiel in der Schule oder an Unis benutzen, zum Beispiel so Themenbereich Sprachlernen ist sowas oder auch in der Gesundheitserziehung. Also ich habe eine Studie gelesen, da ging es darum, wie man Podcasting einsetzen kann, um Suchtkranken die Therapie ein bisschen zu anzureichern, also bei der Therapie zu unterstützen. So viel zum Thema Drogenkonsum, das hatten wir ja gestern. Also da kann Podcasting auch einen Beitrag leisten, offensichtlich. Dann hatten wir halt ganz lange die Diskussion, und da komme ich nochmal auf diese Medienforschung zurück, dass wir immer wieder diesen Vergleich zwischen Radio und also immer diese Abgrenzung zwischen Radio und was sind denn nun Podcasts und Podcasting? Sind Podcasts das neue Privatradio, ja? Und dann hat natürlich haben Podcasts den Anspruch nicht eingehalten oder das Versprechen, das Radio von innen heraus total zu verändern. Also es gab immer diesen Vergleich zwischen eigentlich einem persönlichen Medium und einem Massenmedium und wie das irgendwie miteinander zusammenhängt. Deswegen wird da auch immer gerne Brecht zitiert und das ist eigentlich irgendwie langweilig, weil man sollte sich ja vielleicht mal angucken, was Podcasting im Kern so ausmacht. Und das will ich eben mit meiner Diss mir angucken. Mein Ansatz ist Verstehen statt Vermessen. Vermessen hatten wir beim letzten Podlove-Workshop, der Alexander Knickmeier mit seiner Studie. Man muss sagen, zu so Nutzungsmustern, also zu demografischen Sachen und so, wer verdient wie viel, was ist so ein Bildungsstand, Männlein, Weiblein und so weiter. Dazu haben wir eigentlich doch einige Studien vorliegen, jetzt die von Alexander, die war jetzt die aktuellste, aber das glaube ich, erklärt uns halt nicht so wirklich, was Podcasting im Kern ausmacht. Und mein Ansatz ist halt, deswegen bin ich immer hier, deswegen versuche ich auch immer an den Diskursen mit dran zu hängen, deswegen
versuche ich einfach im Feld zu sein und einfach aufzunehmen, was da so passiert. Mein Einsatz ist eben, ich kann das nur verstehen, indem ich da auch irgendwie mein Ohr direkt reinhalte. Und deswegen hört man mich manchmal auch im Podcast. Also es ist auch Teil von meiner Forschung, wie so ein bisschen so ein Ethnograph. Das früher haben die das gemacht, da sind die dann in irgendwelche Urwälder gegangen und haben die Leute beobachtet und mal versucht rauszufinden, wie die eigentlich so unterwegs sind. Mache ich vielleicht auch. Also ihr seid mein kleiner Urwald hier, mein kleines Dschungelvolk. Ja, das ist also mein Ansatz und deswegen, also ich kann euch schon versprechen, ich werde mit meiner Forschung absolut keine harten statistischen Zahlen liefern und irgendwelche obskuren psychologischen Aussagen über euch treffen, weil das ist eben einfach nicht die Art und Weise, wie ich forsche. Mein Ansatz ist qualitativ, das ist nicht, dass es besser ist als Statistik, sondern das ist eben ein Paradigma, wo man eben nicht so standardisiert vorgeht mit einfach nur Online-Befragungen und so weiter und so fort. Ich habe aber auch letztes Mal schon angeboten, wenn ihr Interesse daran habt, Fragebögen zu entwickeln für eure Forscher oder vielleicht mal Podlove oder wer auch immer das mal machen möchte, PodUnion oder so. Ich helfe euch da gerne, dass das auch ein ganz gutes, valides Konstrukte dahinter stecken. Das ist nicht so kompliziert, das kann man schon auch mal aufsetzen. Stand jetzt in meiner Diss ist, ich stecke gerade in einer Finanzierungsphase oder vielleicht auch leichte Finanzierungskrise. Ich suche also gerade nach Möglichkeiten, ein Stipendium zu beantragen, weil ich gemerkt habe, wenn ich nebenbei forsche zu allem, was ich immer so an der Uni oder in Forschungsprojekten zu tun habe, das funktioniert einfach nicht. Gerade weil ja mein Ansatz ist, im Feld irgendwie zu sein, dass ich eben, dass ich Zeit haben möchte, irgendwie für meine Forschung mit den Leuten zu sprechen und so weiter. Und deswegen, das ist also gerade immer noch in der Initiierung, leider. Hier, die Katze winkt. Hier, Geld, komm her. Genau, was ich machen möchte, sind 3 Teilstudien. Die plane ich im Moment oder bearbeite die auch schon. Ich habe auch schon Sachen veröffentlicht, die natürlich auch Teil meiner Forschung irgendwo sind. Also in Sendegate ist zum Beispiel ein englischsprachiger Artikel von mir. On the Shoulders of Giants heißt der. Den habe ich für den MOOC des Online-Radio-Masters geschrieben. Und da sind auf jeden Fall immer relativ viele Quellen und Links auch drin, wo man sich einfach weiter informieren kann. Und ich habe auch eine Liste online gestellt, den Link kann ich auch nochmal rumschicken, wo es um Forschungsstudien zum Thema Podcasting geht. Da sind auch deutsche Texte dabei, aber in der Regel ist es halt englischsprachig. Und wenn ihr die braucht, einzelne Sachen euch interessieren, könnt ihr mich auch sehr gerne anschreiben, dann schicke ich euch das. Das habe ich auch alles irgendwo in einem Ordner bei mir liegen. Okay, also die erste Studie im Moment oder sagen wir mal ein Teil davon ist erstmal zu versuchen und zu konzeptualisieren, was Podcasting eigentlich so ausmacht und dann kommen wir zu diesem Pudding da zurück. Also wenn man versucht, Podcasting so festzunageln, stellt man irgendwie fest, Podcasting ist Pudding. Also man versucht so, im Moment geht's mir zumindest so mit verschiedenen theoretischen Dingen nägeln, einfach irgendwie diesen Pudding Podcasting festzunageln und am Ende liegt da unten so eine grüne Masse. Das ist irgendwie immer noch, wie gesagt, Work in Progress, da so ein paar Beschreibungskonstrukte zu finden. Ich glaube, was relativ eindeutig ist, ist eine technische Definition von Podcasting. Wobei auch da kann ich später noch was zu sagen, wenn man sich einige Podcasts anguckt, die nennen sich zwar Podcast, haben aber zum Beispiel gar kein Feed. Also da kommt man dann auch schon wieder so ein bisschen so in Unschärfen rein. Deswegen ist selbst dieses Ding vielleicht so ein bisschen eine technische Definition davon, was meint das eigentlich, auch schwierig. Man könnte sich ein bisschen die Akteure angucken oder Felder, in denen sich das bewegt, so professionell, institutionell. Da meine ich dann auch eher so die Secondary Use oder Secondhand Podcasts, also eigentlich das, was Audio on Demand aus dem Radio rausfällt und dann eben auch abonnierbar ist zum Beispiel, aber auch den Bereich Wissenschaftskommunikation, da hängen ja oft Institute dahinter und so weiter. Dann hat man diesen Hobby-Amateur-Nischenbereich, den ja hier vielleicht auch viele so repräsentieren. Das ist auch nicht despektierlich gemeint oder so, sondern es ist einfach de facto etwas, was ihr oder ein Teil von euch jedenfalls als Hobby macht. Und das ist einfach so. Und ich glaube, das ist eben dann doch irgendwie was ganz anderes als diese institutionalisierte Form beispielsweise, wo dann teilweise Leute wirklich im Unternehmen sitzen und Podcasts gar nicht in die Öffentlichkeit kommen beispielsweise.
Und dann gibt's noch irgendwas dazwischen. Das ist, glaube ich, auch noch relativ vielfältig. Das sind dann Leute, die teilweise das so ein bisschen als Business aufbauen, die aber tatsächlich zum Beispiel vielleicht gar nicht gelernte Radiojournalisten sind oder so. Und da hat man, wie gesagt, schon einfach ein Spektrum an Feldern, in denen das stattfindet, weswegen das eben einfach so puddingartig schwierig festzunageln ist. Und das ist so ein Stichwort. Ich glaube, Vielfalt ist einfach mal ein Thema und das merkt ihr ja alle selber oder Heterogenität oder wie man das irgendwie schlau ausdrücken möchte. Aber diese Vielfalt zu beschreiben ist echt eine Bärenaufgabe und es ist eben Teil meiner ersten Studie oder ich mache das so, dass ich kumulativ promoviere. Da wird dann irgendwann mal ein Text rausfallen, wahrscheinlich auf Englisch, aber ich kann ihn euch gerne übersetzen, damit ihr daran teilhaben könnt. Aber da geht's halt darum, dass wir einfach eine unheimliche Akteursvielfalt haben. Wir haben ganz verschiedene Nutzungsformen. Also was mache ich denn eigentlich mit dem Podcast? Ist es halt 5 Minuten, guten Morgen, liebes Publikum, ich erzähle euch jetzt mal, wie ich geträumt habe, oder sind es halt irgendwie 3, 4, 5 Stunden beispielsweise? Also da hat man einfach wieder die Vielfalt. Dann gibt es ganz unterschiedliche Bedürfnisse, die sich aus den Ansprüchen ableiten, die ich habe, und natürlich auch Motivationen. Was bringt mich zum Podcasten? Die Zielgruppen sind ganz unterschiedlich und natürlich auch die Themen. Also das ist aber definitiv halt auch mal eine Feststellung, die viele Forschungsbeiträge zum Thema Podcasts im Moment noch nicht treffen. Die gehen dann eher stark von der technischen Definition aus und denken sich dann so den Rest weg. Und vielleicht mal so als Übersicht, das ganze Thema, was ist denn um Podcasting herum entstanden, was bedeutet das Netz kulturell, was sind da eigentlich noch für ganz andere Dinge, die da rum mitschwirren, zumindest in diesem deutschsprachigen Bereich. Ich glaube, das kommt von der Podunion, diese Übersicht, das sind einfach ganz viele unterschiedliche Dinge, die entstanden sind, das ist natürlich auch nicht vollständig, aber es soll einfach mal zeigen, dass einfach am Phänomen Podcasting noch so viel mehr daran hängt, als jetzt oberflächlich irgendwie jemand, der vielleicht auf iTunes mal eben Podcast abonniert, denken würde. Ja, Thema. Wie erklärt man jetzt Pudding? Ich glaube, aus diesem Thema Vielfalt, was ich eben versucht habe, ein bisschen aufzuzeigen, ergibt sich eben auch ein Problem. Ihr redet immer davon, ja, Hörer, mehr Hörer gewinnen oder wie geht man mit den Hörern um beispielsweise oder warum ist es irgendwie immer nicht, noch nischig? Also diese ganzen Debatten, die wir jetzt auch wieder hatten letztes Jahr. Ich glaube, wenn man nur diese technische Definition nimmt, man kann ein technisches Ding halt wirklich schlecht vermitteln und vielleicht braucht man da auch neue Erzählweisen und Überlegungen, wie kann ich denn jemanden, der gar nicht weiß, was das überhaupt ist, also es war schon ein Riesenkrampf meiner Mutter mal zu erklären, was ich überhaupt forsche. Ich meine, das ist immer schwierig, aber Podcasting, also das ist schon noch eine besondere Herausforderung. Und da muss man vielleicht einfach nochmal nach neuen Möglichkeiten der Illustration suchen. Also es gibt immer so schön diese Abbildung. Wir hatten ja das Thema auch, dass Deutschlandradio die Erklärung jetzt auch nicht mehr so up-to-date ist. Und ich glaube, das wäre hilfreich, wenn man sich da ein bisschen was überlegt. Es gibt ja immer so Beiträge hier, keine Ahnung, Bringfunk, irgendwie sowas wäre vielleicht eine Überlegung. Und ganz neu dazu gekommen war der Oral Waste Management von dem Mikrodilettanten. Aber das wäre vielleicht nochmal eine Überlegung, dass man gemeinsam so ein bisschen stärker an den Hörer denkt, war ja auch die Überlegung, wie kann man Webseiten so gestalten, dass Leute einfach total schnell verstehen, was sie damit machen können, sozusagen. Genau, die zweite Studie, Teilstudie, ich muss mich schon ein bisschen sputen vielleicht, habt ihr vielleicht mitbekommen, Frauenstimmen im Netz, die Podcasterin-Liste. Das Thema ist so ein bisschen aufgekommen, als Ole Reismann letzten August mal einen Artikel veröffentlicht hatte, warum steckt eigentlich Podcasting immer noch in der Nische und warum ist das alles nicht so toll wie da in den USA bei den Amis und so. Ja, müßige Debatte, aber was er aufgeworfen hat, ist halt, dass ein Erklärungsfaktor Vielfalt sein könnte. Und es ist tatsächlich so, die Studien, die vorliegen zum Podcasting, zeigen halt tatsächlich, dass die aktiven Podcast-Produzentinnen irgendwas bei
10% ausmachen, zwischen 10-20%. Das hat sich nicht wirklich geändert. Wenn ihr an die Studie von Alex Knickmeier letztes Jahr denkt, da war ja dann auch irgendwas 87% männliche Podcaster. Das war jetzt auch die Gruppe, die er befragt hat, war nicht so relativ groß, aber es ist schon bezeichnend, dass immer wieder dieselben Zahlen auftauchen und dass sie sich eigentlich auch nicht wirklich verändert haben, seitdem irgendwelche Studien vor 4-5 Jahren haben die gleichen Ergebnisse. Und das gibt einem schon zu denken, weil nämlich auch bei den Hörerinnen sich das auch fortsetzt. Also auch da hat man eigentlich einen relativ krassen Gender-Bias, würde ich sagen. Und man könnte sich ja mal überlegen, ob das nicht irgendwie so ein bisschen miteinander zusammenhängt. Da bin ich aber noch dran. Also das ist eine von meinen Teilstudien. Ich will mich mehr mit Podcasterinnen beschäftigen und was die so machen und wie die auch die Praktiken des Podcastings so erleben. Und aus diesem Grund, nee, nicht aus diesem Grund, ich habe dann einfach mal im Anschluss an Oles Artikel auf Twitter gefragt, was kennt ihr denn eigentlich für Podcasterinnen oder Podcasts, wo Frauen so mitmachen? Das war jetzt gar nicht, dass es nur Frauen sein müssen oder so, sondern eher mal zu fragen, wie viel gibt es denn da eigentlich? Weil mir wären spontan, glaube ich, 8 oder 9 eingefallen. Und das war auch erst relativ langsam und dann plötzlich kamen immer mehr Hinweise und ich fing halt an, daraus eine Excel-Tabelle zu bauen und das einfach mal so einfach zu sammeln, dass man mal so ein bisschen eine Übersicht bekommt. Und heute, das Ganze ist im August gestartet, heute sind das circa 160 Einträge, also ich habe jetzt auch im Laufe des Wochenendes noch ein paar Hinweise bekommen. Und die Hälfte davon ist Female-Only. Female-Only ist ein bisschen blöde Kategorie, aber da sieht man schon, dass also mindestens die Hälfte der Podcasts auf dieser Liste eben auch irgendwie noch, häufig ist es einfach Mann-Frau, also so eine Paarkonstellation oder dann eben auch ein Team, wo eher mehr Männer und eine Frau zum Beispiel mit beteiligt sind. Ihr seht hier oben mal so einen kleinen Screenshot von dem Zustand der Liste, wie er jetzt ist. Das ist wirklich eine unheimlich hässliche Google-Liste. Aber das war bis jetzt die cleverste Lösung, um zu sagen, es ist einsehbar, die Leute können dort kommentieren, wenn sie Einträge haben. Das hat auch super funktioniert. Also wir haben jetzt wahrscheinlich irgendwie so einen Punkt der Sättigung erreicht. Also mich erreichen immer noch mal so kursorisch Beiträge oder neue Einträge. Aber das ist das, was ich also verwalte. Ich trage die dann da ein und gucke, dass die Daten alle entsprechend da sind und so weiter. Ich finde, die Liste ist ein ganz toller Mikrokosmos für Podcasting. Einmal, weil wir ein ganz breites Spektrum an Anbieterinnen haben. Ich habe ja diese Akteursvielfalt angesprochen. Da sind halt Leute dabei, da sitzt eine da und rantet irgendwie eine Stunde lang und über irgendwas aus dem Alltag. Dann gibt's aber auch Journalistinnen auf der Liste oder eben auch Leute Coaching, die Coaching anbieten und die das quasi wirklich begleitend zu ihrem Business betreiben. Also das lohnt sich schon, das durchaus mal anzuschauen, weil die, sag ich mal, gerade von diesem Business-Podcast könnte man vielleicht echt noch mal ein bisschen was abschauen, wie Podcasting eben auch neben dem eigentlichen Berufsleben eine ganz gute Ergänzung darstellen. Die Bandbreite der Themen ist relativ groß. Was ein bisschen heraussticht, ist, glaube ich, die strikt Do-it-yourself-Handarbeitsecke. Das scheint irgendwie ein Netzwerk zu sein an Leuten, wo irgendwann mal jemand angefangen hat, irgendwie über Stricken zu podcasten und dann wollten das alle haben, ist so mein Eindruck. Das ist nicht despektierlich gemeint oder so. Ich finde das total toll, weil die wirklich so ein bisschen wie miteinander kommunizieren. Also das ist auch irgendwie so eine ganz kleine Subkultur im Podcasting, die da entstanden ist. Ganz toll, da gibt's eine Mutter und Hausfrau, die irgendwie ganz viele Kinder und ganz viele Hunde hat und die eben so aus ihrem Alltag erzählt und von ihren Handarbeitsprojekten und wo ich so das Gefühl habe, es ist für sie halt auch eine Möglichkeit, um diesen vielleicht manchmal auch etwas engen Ort des Haushaltes so zu verlassen und in die Welt zu gehen und sich eben auch auszutauschen. Also ich finde, da gab immer mal Kommentare, toll, stricken. Ja. Also ich finde, da sollte man sich vielleicht ein bisschen zurückhalten und mal gucken, was das den Leuten bedeutet, die das machen und was das für die vielleicht für eine Relevanz im Alltag darstellt.
Krass ist die Unterschiedlichkeit der technischen Lösungen. Also wer sich für Podcasting in Deutschland interessiert, sollte sich mal alle Einträge angucken und mal schauen, die machen das alle unterschiedlich. Es gibt ganz viele Publishing-Varianten zum Beispiel. Es gibt erstaunlich viele Podcasts, die keinen Feed haben. Da kann man möglicherweise auch einfach mal intervenierend auf die Leute zugehen und mal anbieten, da zu unterstützen, sowas aufzusetzen. Das fände ich eigentlich ganz gut. Oder man lässt es eben sein und das ist dann eben auch so, das ist, entschuldige, Sweetie, das ist dann halt eben so. Aber das, finde ich, ist auch nochmal ein ganz guter Informationspool, wenn man darüber nachdenkt, wie kann man irgendwie ein bisschen mit Standards stärker arbeiten und was ist überhaupt so alles auf dem Markt. Ich glaube, die berühmteste Podcasterin auf der Liste ist Angela Merkel. Aber sie ist, Angie ist unter der etwas anderes, sie fällt unter andere Kategorie als Audio-Podcast, wofür ich mich interessiere. Vielleicht gab es so ein gewisses Momentum für Podcasterinnen und vielleicht gibt es das auch nach wie vor, weil wirklich ein Großteil der Podcasts erst seit Anfang 2003 überhaupt aktiv ist. Der letzte, der dazugekommen ist, ist vor 2 Wochen gestartet, Leitmedium. Das sind 2 Journalisten, also eine Journalistin und ein Journalist, freie Autoren, die so wirklich für Printzeitschriften tätig sind und die hier in Berlin sitzen und eben über alle möglichen aktuellen Themen Interviews führen. Leitmedium heißt der, und das ist der aktuellste. Und das ist, finde ich, ganz interessant. Es gibt natürlich auch so Veteraninnen wie Annik Rubens, die ja auch relativ bekannt ist. Und dann natürlich auch viele Podcasts, die relativ früh entstanden sind und dann aber wieder eingeschlafen sind. Das ist vielleicht auch nochmal eine ganz interessante Sache. Bowling Alone, es gibt einen großen Anteil von Solocasts, also wo Frauen wirklich alleine podcasten. Finde ich auch ganz spannend, sich nochmal damit auseinanderzusetzen, warum ist das möglicherweise so? Hat es vielleicht damit zu tun, dass man sich die Zeit selber einteilen kann? Hat es vielleicht was damit zu tun, dass man wirklich ganz in Ruhe sich mit den Inhalten auseinandersetzen kann? Also da, wenn ihr da irgendwie Feedback und Ideen habt, würde mich das auch interessieren. Und es ist ein Urban Pudding, aber das Thema kennen wir ja schon, das hatten wir auch auf dem letzten Workshop. Natürlich ist die Pod-Hauptstadt Berlin auch auf dieser Liste mit unheimlich viel Einträgen, ich glaube über 40 oder so, präsent. Dann kommt Hamburg, München und Frankfurt am Main. Also das sind so Sachen, die man da auch ganz gut ablesen kann. Wir erfassen auch die verschiedenen Orte, also auch nicht nur den einen Hauptort oder so. Und die Outlier sind Beijing und Jinan in China und in St. Petersburg sitzt auch noch eine Podcasterin. Also es geht dabei um deutschsprachige Podcasts, das muss ich noch dazu sagen vielleicht. Aber das ist doch ganz schön, dass man auch nicht nur im Ausland gehört wird, sondern auch vom Ausland aus in die deutsche Podcast-Landschaft hereingestrahlt wird. Also diese Liste, ich habe es schon angedeutet, es ist ja unheimlich hässlich und mittlerweile mit so 160 Einträgen einfach auch total unnutzbar. Also was soll man damit anfangen? Man kann sich so ein bisschen durch die Links klicken und so. Und die Idee, da mal was Schöneres draus zu machen, die hatte ich schon relativ lange, eigentlich schon fast mit Beginn, weil man dann nämlich auch ein bisschen nochmal Strukturen schaffen kann, um vielleicht auszuprobieren, wie kann man eigentlich so zu bestimmten Themenbereichen oder so Podcasts aufarbeiten, dass die Leute das als einen Hub haben. Wenn du sagst, ich habe zu dem Thema X ganz viele Podcasts, guck doch mal auf die Seite kochcasts.de oder so und hab da eine Übersicht. Also das, glaube ich, ist nochmal eine gute Möglichkeit, um Leute einfach auf Podcasts hinzuweisen. Tim, du hast gemeint, die Webseiten sind so wichtig und das sehe ich eben auch. Und deswegen sollte aus dieser Liste was Schönes werden. Unsere Liste soll schöner werden sozusagen. Und ich zeige euch jetzt mal eine kleine Preview zu dieser Webseite, die es hoffentlich bald geben wird. Das wird also das Podcasterinnenverzeichnis. Das ist jetzt alles noch, wie gesagt, das ist richtig Work in Progress.
das Logo und so weiter und die Farben, da arbeiten wir noch dran, aber die Funktionalitäten sind schon relativ gesetzt. Also man kann die nach Themen durchklicken, sich die Sachen, man wird neue Podcasts angezeigt bekommen. Es soll aber auch eine, Map zum Beispiel geben. Also wir haben diese Geokoordinaten dabei und es wäre ganz cool, da eine Umsetzung zu machen in Form einer Map. Wo sitzen denn eigentlich Podcasterinnen im deutschsprachigen Raum? Das sind alles so Sachen, die wir jetzt im Moment vorbereiten. Und mit mir meine ich natürlich nicht ich, ne, weil ich kann sowas gar nicht. Null Checker Bunny. Aber man sucht sich ja dann gerne Hilfe. Und ich möchte, dass ihr jetzt einen großen Applaus gebt an den Dennis, der das gemacht und mir da weiterhilft. Der das also bis jetzt so ganz toll mich da unterstützt hat und sich auch freut, wie Kerl mit da unten, ich will das jetzt auch machen. Also das ist eine super Hilfe und wir haben für heute Nachmittag noch eine Barcamp-Session, den Slot uns einfach gekapert. Wenn ihr da mithelfen wollt oder ein bisschen mitdenken wollt, wie man das umsetzen kann, kommt gerne mit dazu. Es geht nicht nur um diese Frauenliste, vielleicht kann man generell so ein bisschen was dazu überlegen, wie kann man zu bestimmten Themen oder so einfach so kuratierte Webseiten aufbauen und wie kann man das, was wir jetzt da oder was Dennis eben in der Hauptsache entwickelt, dort nochmal Gewinn bringt, vielleicht auch auf andere Themenbereiche oder so umsetzen. Ich glaube, das hat schon Potenzial und wenn ihr Lust habt, kommt doch gerne dazu. Ich glaube, Dennis, du wirst dann auch dabei sein, schätze ich. Ja, ungefähr. Vielleicht kann man sich da auch ein bisschen mit der Arbeitsteilung ein bisschen noch helfen, weil die Seite soll natürlich auch so sein, dass wenn du einen Podcast anguckst und da steht was darüber und du siehst, wer sind die Podcasterinnen dabei, dass man das Ding auch direkt abonnieren kann zum Beispiel oder gleich auf Twitter dem Ganzen folgen kann oder so. Das wäre mein Wunschtraum und das umzusetzen ist, glaube ich, noch eine kleine Arbeit, aber wir kommen dahin. Also, das war mein kleiner Einblick in aktuelle Dinge, die ich so mache. Wie ihr seht, man kann den Pudding an die Wand nageln. Ich habe nochmal nachgelesen, da ist irgendein Plastimesh drin, also er ist nicht mehr konsumierbar auf jeden Fall, aber das gibt mir persönlich viel Hoffnung, dass ich irgendwann mal mit meiner Diss diesen Pudding-Podcasting an irgendeine Wand genagelt habe und sei es auch nur mit 5 Nägeln. Und ihr wisst jetzt, dass ich das mache und was ich ungefähr mache und wie man gesehen hat, es gibt das Team Labber Podcast, das bin ich. Und wenn ihr mir irgendwas sagen wollt, aber bitte heute nur Liebes, ansonsten auch gerne kritisch-konstruktives, dann schreibt mich an und vielen Dank.